Welt seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt, in meinem Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen. An einem fantastischen Tag. Und guck mal, was ich für euch habe. Ein Schiff. Richtig. Keine Piratenserie, das ist ein Creator-Set. Aber trotzdem ist es ein Schiff, ein Piratenschiff. 31109 von 2020, 1260 Teile in etwa. Da ist es 100 Euro Listenpreis. Das sind die Abenteuer der Rückseite. Das eine habe ich euch schon gezeigt, das andere zeige ich euch nochmal, denke ich, in so einem kleinen Video nebenher. Ich habe nämlich für heute, ich habe ein bisschen gebastelt, ich habe mir das B-Modell mit Steff zusammengebaut im Video, verlinke ich euch, wisst ihr Bescheid, das Live-Video. Ich habe die Schiffchen gebaut, sie hat die Taverne gebastelt. Und ich dachte, ich könnte das Totenkopfvieh parallel auch noch ganz gut bauen, dass ich B- und C-Modell gleichzeitig habe. Da fehlt es doch an einigen Stellen hier und da. Ich muss doch auseinanderpflücken und separat neu bauen. Ich hätte sie gerne alle gleichzeitig gehabt. Aber egal, ich muss mal gucken, ob ich sie ausfüllen kann. Deswegen zeige ich euch jetzt einmal noch das Schiffchen und stelle es mal im Vergleich noch zu einem anderen Schiff. Vielleicht habt ihr Interesse daran. Gucken wir es uns doch mal an. Wir starten erstmal mit den Maßen. Denn, wie sich das für ein Schiffchen gehört, ist es halbwegs mächtig. 46 cm. Hier sind wir bei 37. Ich habe es ja auch mal im Video, glaube ich, schon mal kurz ausgemessen, aber nicht jeder möchte sich ja 19 cm gut so ein ewig langes Live-Video anschauen, um den einen Moment zu erwischen, in dem ich da mal 3-4 Sachen über das Schiff erzähle. Deswegen dachte ich, mache ich das doch mal so, fassen wir das alles schön zusammen. Alle sind glücklich. Wir haben eine Schatztruhe, wir haben 4 Figuren, wir haben ein Hai-Schiff. Machen wir sofort. Erdmännchen passen drauf auf. Anleitungen haben wir dabei. Wir haben gedruckte Anleitungen tatsächlich, keine PDF-Anleitungen für alle 3 Varianten. Ja, ist auch schon aus dem Sessel gefallen, gell? Kommt mal wieder zurück an den Bildschirm. Das wird Spitzenklasse, das heißt, man kann mit diesem Spielzeug analogen Spaß haben. Ihr seid genauso schockiert wie ich. Es ist unfassbar. Die Anleitung ist, ich meine, das ist ein Wälzer. Für 1260 Teile natürlich wesentlich zu viel. B- und C-Modell verbauen nur die Hälfte der Teile. Es ist sehr, sehr einfach, das nachzubauen. Also ihr braucht überhaupt keine Angst haben, wenn ihr sagt, oh, mein Kind ist ein Jahr zu jung. Wurscht, mit der Anleitung kann es jeder bauen. 4 Figuren. Ein Skelett, gut, das zählt für mich immer nur so halb. Und dann 3 Kerlchen dabei. Creator hat nie besonders viele Figuren bei den Sets dabei. Bei so einem Piratenschiff finde ich es aber ein bisschen schade. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass noch ein paar mehr Mannequins dabei sind. Hätte man auch nochmal ein Mädel reinschmeißen können. Oder ist ja bei den Piratenserien auch immer. Aber gut. Ja, mir wurde ja auch empfohlen, dass ich mir mal die Flucht der Karibik-Filme anschauen sollte. Mache ich mit Sicherheit auch mal. Und dann gucken wir mal. Das ist ja so die letzte große Piratenserie gewesen, die Lego hatte. Es ist aber halt auch schon, die Filme sind ja irgendwie 2000 bis 2007 oder so. Ne, ich glaube 10 kam nochmal einer hinterher oder 11. Da gab es ja dann nochmal die letzte Welle. Seitdem ist ja Schluss bei Lego, was gescheite Schiffe angeht. Wir wissen ja noch das imperiale Flaggschiff, gell? Wie großartig war dieses Schiff. Und danach gab es noch einmal diese kurze, wirklich stiefmütterlich, gruselig behandelte Piratenserie mit dem 70413er Schiff dazu. Und ja, jetzt haben wir die, haben wir auch vorgestellt, aus dem Ideaset haben wir auch gebaut, die Piratenbucht. Das ist immer so eine Idee. Jetzt das hier, die Sets werden so positiv im Markt angenommen, dass ich hoffe, dass Lego mal aus diesem Koma erwacht und merkt, dass eine Piratenserie was Lustiges ist. Oder die anderen Hersteller. Mir ist eigentlich wurscht, wer das macht. Also, Figuren haben wir. Jetzt ein Hai. Und der ist ganz lustig. Der ist gebaut. Der ist nicht wie bei den City-Serien so, dass er ein großes Teil hat, eine Form hat, sondern der ist aus kleinen Teilchen gebaut, wie sich das für Creator gehört. Schnabel geht auf, Schnabel geht zu. Ja. Hi. Eine Truhe. Da ist auch ein Schatz drin. Wird per Anleitung erklärt, dass der da reinkommt. Dann schaffe ich das auch. Und nun haben wir ein Schiffli. Ein Schiffli ist was Schönes. Es ist jetzt nicht gebaut, wie normalerweise bei Lego üblich, mit großen Rumpfteilen, sondern es ist aus Einzelteilen gebaut. Seht ihr das? Genau. Mit diesen wunderbaren blauen Inverted Round Plates verbunden. Jetzt sage ich mal, das soll ja das Wasser darstellen, oder? Und dann kommen wir mit den blauen Platten da unten einwandfrei zurecht. Ich geht schon. Es geht schon. Es ist noch grün und rot und blau dazwischen geschummelt bei diesem Set. Ich finde, das Rot mit dem Gold passt gut. Grün dazu als Kontrast.
was soll's. Und blau schimmert nur hier und da durch. Ich finde, es hat da gar nichts verloren. Jetzt ist es so, dass natürlich die Teile hier dann auch in den B- und C-Modellen Sinn ergeben sollen. Es ist alles auf das A-Modell ausgelegt und das wird dann dort weiterverwertet. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man gesagt hat, ja, beim B-Modell, das eine Teil in blau wäre echt cool. Komm, das können wir hier reinbauen an eine Stelle, wo man es nicht so sieht, dann können wir es da reinschummeln. Ich rede es mir schön. Ja, so läuft das dann. Größtes Merkmal sind natürlich die gebauten Segel. Das sind diese Space Shuttle Elemente, die kennt ihr. Ja, 60226. Ich habe es in dem B-Modell-Video schon erwähnt. Und ansonsten sind es große Platten. Das muss man natürlich mögen, dass das keine Stoffsegel sind. Aber die Idee bei Creator ist die Lego-Ursprungsidee. Baut etwas anderes daraus. Lasst euch vielleicht selbst was einfallen, wenn ihr kreativ seid. Wenn es ein Kind ist, geht in die Kiste, haut es kaputt und baut was Neues. Dann ist es cool. Wir kommen mal kurz auf die Abenteuer dieses Sets zu sprechen. Wir haben natürlich eine Planke. Eine Planke ist immer ein großer Spaß auf dem Piratenschiff. Wir können die Segel auch verstellen, wenn wir wollen. Das ist ja alles hier oben nur an diesen kleinen Pneumatikelementen festgemacht. Hier unten können wir alles hier irgendwie wild verstellen. Das sind hier diese Schnürchen, die kennt ihr als Seitenverkleidung in Flat Silver aus dem Technikmodell, habe ich gesagt, dem Autotransporter 42098. Kleines Krähennest, das tatsächlich, dass man hier oben so eine Tonne bekommen hat und dass die nicht gebaut ist, ist so ein bisschen ein Kompromiss, denke ich mal. Hätte man vielleicht auch aus Einzelteilen machen können. Die Meerjungfrau hier, diese wirklich, sagen wir mal, moderne Kunst-Meerjungfrau, ist eigentlich auch ganz witzig. Es ist übrigens ein stabiles Modell, es ist jetzt gar kein Problem. Nur weil es keine großen Rumpfteile sind, heißt es nicht, dass es nicht stabil wäre. Diese großen Brick Arch sind natürlich dann hier das Highlight. Die geben aber natürlich eine sehr, seht ihr das so? Ich meine, das Schiff hört ziemlich abrupt auf. Ist ziemlich rund vorne. Das gibt das natürlich vor. Da ist jetzt nichts, was irgendwie... Es fehlt ein bisschen vielleicht Geschmeidigkeit. Trotzdem finde ich es nett. Ich finde es nett. Auf jeden Fall. Hier vorne haben wir diese Fliesen. Die sind auch speziell und relativ selten. Ich glaube, hier habe ich euch gezeigt, in Darfaders Festung, wenn mich alles täuscht. Naja. Wir haben hier ein wenig diese Verjüngung. Also unten verjüngt sich gar nichts. Aber hier hat man durch diese Hingeplates hat man so ein bisschen eine Verjüngung geschaffen. Das sowas mag ich eigentlich immer. Ich käme da nie drauf, wenn ich irgendwas entwerfen würde. Ich entwerfe eh nichts. Ich käme da überhaupt nicht drauf. Und so haben sie es aber echt ganz nett gemacht. So, dann haben wir hier noch den Blick in die Kajüte. Der ist außerordentlich bescheiden. Man kann auch das oben aufklappen. Man kann das mal wegdrehen, aufklappen. Kommt nochmal ein bisschen mehr Licht rein. Da ist jetzt nicht viel los. Also da ist nicht irgendwie große Orgel hingestellt oder sonst was. Da ist einfach nur ein Platz, da ist eine Karte, da ist ein Humpen und das ist es gewesen. Hinten die schräg gestellt, das ist so eine klassische Bautechnik bei Piratenschiff. Man kann natürlich den dicken Finger da durchpacken und dann kann man die Fensterchen aufmachen. Das ist auch nett. Hier kann man auch noch ein bisschen hin und her wedeln, wenn man möchte. Klappe wieder zu. Das passt eigentlich. Das ist alles nett. Wir können zum Kanonendeck jetzt nicht wirklich durchstoßen. Wir haben ein Stück geworden, zwei Stück pro Seite. Ist natürlich ein außerordentlich spärlich bewaffnetes kleines Schiffchen. Aber wir haben hier drin immerhin zwei Kanonen. Das sind diese Kanonen, die habe ich auch nochmal separat hier aus dem B-Modell. Das sind die, bei denen man tatsächlich abziehen kann und man kann die kleinen 1x1 Roundbricks verschießen. Alle sind tot. Obacht geben. Das funktioniert. Es sind, wie gesagt, nur zwei dabei. Ich finde bei 1260 Teilen für 100 Euro, was schon eine gewisse Ansage bei Creator ist. Wobei, habt ihr mal die 31108 euch angeguckt preislich? Wir bauen sie noch. Hätten wir auf vier Kanonen reinballern können. Ich hätte es witzig gefunden. Vier Kanonen rein, zwei Figuren mehr. Es wäre schon cool gewesen. Es wäre schon wirklich cool gewesen. Aber es ist ein Piratenschiff. Ich bin in guter Laune. Also sind wir ein bisschen großzügig heute. Aber wir haben jetzt grundsätzlich natürlich die Möglichkeit, Figürchen hinzusetzen und ein bisschen zu spielen. Wir haben hier noch den großen Anker, den man hier runtersetzen kann. Wir haben nochmal hier ein lustiges kleines Vögelchen, was wir gebaut haben. Auch ganz nett. Und dann sind wir eigentlich schon happy mit dem Schiff. Da tut sich jetzt nicht wahnsinnig viel. Ja, was soll man machen? Übrigens wird es in Blöcken gebaut. Also hier vorne und Bug und Heck werden separat gebaut und dann an den Mittelteil angesteckt. Ich kann da nochmal gerne auf mein Bauvideo verweisen. Da könnt ihr mir genau über die Schulter gucken, wie ich das hier alles gebastelt habe. Kann gar nichts passieren. Diese Rundteile übrigens hier noch, diese hier. Gibt es einen Fokus? Fokus! Das hier.
Diese sind auch noch special. Die sind kleiner und sind in diesem Reddish Brown eigentlich bisher nicht im Markt aufgetaucht. Und deswegen freuen wir uns über diese Neuankömmlinge. Das sind nämlich spezielle Teile. Und die sind immer gut. Hier unten übrigens ist es auch schön. Die schwarzen, die um die Kurve gehen. Es sind so ein paar Teile-Highlights dabei. Und ich freue mich, dass die da sind. Und ich hoffe, dass sie dann in weiteren Sets auf den Markt kommen. Denn alle diese Teile geben ja euch die Möglichkeit, euch ein eigenes Schiffchen auszudenken. Und diese Elemente, die um die Kurve gehen, kann man natürlich auch für andere Dinge benutzen. Birkchen, Bäumchen und solche Dinge. Ihr seid kreativ, ihr lasst euch was einfallen. Vielleicht baut ihr daraus eine riesengroße Taverne dann. Das B-Modell war eine kleine Taverne. Vielleicht habt ihr noch ein paar Teile zu Hause, dann baut ihr eine große Taverne draus. Und irgendwas mit dem weißen Zeug fällt euch bestimmt auch noch ein. Ganz sicher. Also ich finde es schnuckelig. Ich mag vor allem hier hinten diesen, ich mag das optisch diesen Aufbau, wobei ich ja diese großen Glattdecks-Fregatten eigentlich bevorzuge. Ich hoffe ja mal, dass mal so eine große Constitution oder sowas kommt. Da hätte ich Bock drauf. Eine richtig große. Eine Victory auch. Ich meine, die packen doch alles, was irgendwie England je gemacht hat, hauen sie doch in Lego-Format. Alles aus London, ich weiß. Die könnten immer runter nach Plymouth gehen und dort mal ein Schiffchen sich angucken und sich denken, Potzblitz, wir bauen mal ein cooles Schiff. Ich weiß nicht, ob sie schaffen, so eine 40-Kanonen-Fregatte zu bestücken, weil diese Kanonen hier drin scheinen ja mit Gold nicht aufzuwiegen zu sein. Aber irgendwas in die Richtung, ihr wisst, was ich meine, gell? Genau. Jetzt ist es so. Also wir haben hier die Figuren. Den Schlangenhai. Wir haben die Schatztruhe. Jetzt haben wir hier das Schiffchen. Das müssen wir ja mal in Relation setzen. Machen wir es mal so rum. Hier sind die Kanonen. Das sieht cool aus. 70413. Ich habe es eben erwähnt. So sieht das aus, wenn es aus der Piratenserie kommt. Bisschen staubig, aber ihr bekommt die Idee. Das ist schon schnucklig klein, das Creator Set. Die hatten übrigens den gleichen Preis. Beide jeweils 100 Euro. Hier sind die Stoffsegel dabei. Die haben natürlich den Nachteil, dass man sie nicht wiederverwenden kann für irgendwas anderes. Hier kann man auch einen Space Shuttle draus bauen. Ein Teil davon. Hier ist aber auch eine Kajütentür zum Beispiel drin. Eine kleine Tür hätte ich hier schon nett gefunden. Hier, das ist einfach offen. Also hier ist auch genau eine Aussparung für eine Tür. Hätte man einfach eine Tür reinmachen können. Und es ist nicht so, dass bei Creator keine Türen verwendet würden in den anderen Sets. Das wäre schon gegangen. Hier mal Laternchen, da mal Laternchen. Hier haben wir drei Kanonen, weil hier hinten noch so eine Jagdkanone ist. Und man kann hier das richtig abnehmen und es ist ein bisschen mehr Detail da drin. Aber hier seht ihr diese vorgefertigten Elemente. Die geben der ganzen Sache halt nochmal so einen Drall auch nach vorne, was hier ein bisschen fehlt. Das ist ziemlich stumpf und hört direkt auf. Also das nochmal für euch Größenvergleich zur 70413. Jetzt sagt ihr, ja, ist ja auch lange her, was machen wir denn? Die 70618 ist natürlich auch ein Schiffchen, über das man immer mal wieder nachdenken sollte. Das ist mal im Vergleich für euch die 70618. Es ist ein anderes Kaliber. Das sind ja auch mehr als doppelt so viele Teile. Das andere Schiff übrigens eben, die 70413, hatte nur gut über 700 Teile. Wegen der großen Formteile, was hier in kleinen Gefuddel nachgebaut wird. Ich meine, es klar, gehen ja hier irgendwie 100 Teile allein für die Segel drauf. Die spart man sich da drüben. Also das nur mal so von der Wucht. Das Ding ist auch doppelt, dreimal so schwer. Hier ist halt ehrlich was am Start. Plus nochmal irgendwie alle Figuren, die man braucht, um bei Ninjago alles machen zu können. Und, mal kurz wegschieben. Nochmal als Schmankerl zu den anderen. Habe ich hier noch eine Seekuh. Das mächtigste Schiff, würde ich sagen, was unter Lego-Flagge irgendwie jetzt in den letzten Jahren kam. Das imperiale Flaggschiff ausgenommen. Und allein dieser, nur mal im Vergleich, was die... Also dieser Aufbau hier hinten ist an Absurdität nicht zu überbieten. Und dann sieht das natürlich echt kleinputzig aus irgendwann. Also ich würde sagen, von der Grundidee her, Lego kann eigentlich Schiffe oder konnte Schiffe, kann verschiedene Designs von Schiffen auch. Das hier ist jetzt die Creator-Idee. Ich würde mir abschließend wünschen, dass für 100 Euro mehr drin ist. Jeder Laden gibt 15% drauf. Sowieso. Die großen Ketten werden 25-30% drauf geben, damit sie irgendwas bewegt kriegen. Das heißt, ihr bekommt dann für 70 Euro, wenn ihr einen guten Moment abpasst, bekommt ihr 1200 Teile mit zwei Kanonen und einer Anleitung, wie Piraten gehen. Es ist wirklich eins der besseren Sets tatsächlich aktuell.
Das kann man jetzt so oder so bewerten. Aber ich freue mich, dass es da ist. Möchte ich auch gar nicht diskutieren. Ich freue mich, dass es da ist. Wir haben schöne Dinge damit vor. Ich bin mir sicher, ihr denkt euch noch viel tollere Sachen aus. Die 31108 ist dagegen eine echte Enttäuschung, aber auch die werde ich mir noch angucken. Aber auf den ersten Blick, Preis-Leistung, gruselig. Ich meine, 750 Teile für 80 Euro. Bei Creator? Das ist ja Star Wars manchmal günstiger. Unfassbar. Ach, naja, egal, wir gucken es uns an. Also, wir haben hier was gebastelt. Ich hoffe, es gefällt euch ein bisschen. Ich hoffe, ihr mögt ein Schiffchen. Die anderen Schiffe gucken wir uns auch noch an. Zu dem Ninjago habe ich ja schon ein Video gemacht. Zu den anderen, also auf jeden Fall zu Seku kommt noch ein Video. Ich habe auch schon fast alle Teile, um es zu vervollständigen. Also es ist eigentlich komplett. Und dann kommt, wird die ja auch mal einschwimmen, oder? Gucken wir sie uns noch mal an. Es ist alles so spannend, sage ich euch. So ist es. Kommt gut in dieses wunderbare Wochenende. Ich hatte offen, je nachdem, wann ihr das Video seht, oder habe gerade noch offen. Samstags ja bis 4 Uhr, ihr wisst Bescheid, immer zu Beginn des Monats. Und wir werden weitere Abenteuer erleben, mit Sicherheit. Bald kommt ja auch Technik auf uns zugerollt. Bei der nächsten Ladenöffnungszeit Anfang August werde ich ja auch die neuen Technikmodelle da haben. Und ich hoffe, da ist irgendetwas dabei, was uns erfreut. Nicht wahr? So ist es. Bis dahin habt eine ganz fantastische Zeit. Seid guter Dinge, genießt den Sommer, habt nette Leute um euch rum, das ist das Wichtigste. Und erlebt tolle, spannende Abenteuer. Macht's gut, bis bald.